Erfolg im Kampf gegen Piraten vor Somalia. Die französische Fregatte Nivos hat 11 Seeräuber gefangen genommen. Zweimal am Tag dürfen die Somalier an Deck kommen, um frische Luft zu schnappen und um zu rauchen. Rund um die Uhr werden sie in ihrer improvisierten Zelle bewacht. Sie verhalten sich sehr ruhig, also gibt es immer die Gefahr von Unachtsamkeiten. Ich habe meine Mannschaft ständig daran erinnert, dass diese Leute offenbar mit Panzerabwehrgeschützen auf die Safmarine Asia geschossen haben. Man kann ihnen nicht über den Weg trauen. Die Piraten wollten die Safmarine Asia entern, doch das Containerschiff rief um Hilfe und die Nivos schlug sie in die Flucht und stellte die Piraten nach einer 24-stündigen Jagd. Wie diese Aufnahmen zeigen, beschlagnahmten die Franzosen neben einem Hauptschiff auch zwei Schnellboote mit 4 Sturmgewehren. Die Gewehre waren geladen und bereit zum Einsatz gegen die Boote. Eine bemerkenswerte Fülle an Beweisen. An Bord des Schnellbootes gibt es Wassercontainer, Treibstoff und erstmals auch ein Enterhaken. Für die EU-Mission Atalanta reicht dies, um den Fall vor Gericht zu bringen. Das Vorgehen ist sehr gut dokumentiert. Wir übergeben den Behörden in Kenia eine gute Akte. Die Piraten werden der Polizei in Mombasa überstellt. Kenia ist nach einem Abkommen mit der EU zuständig für Piraterie vor Somalia. In Mombasa läuft auch ein Prozess gegen 9 mutmaßliche Seeräuber, die von der deutschen Fregatte Rheinland-Pfalz festgenommen worden waren.